Nee, also hat nichts gebracht. Ich hatte gedacht, wenn ich Phishing und so mal ein bisschen ausschalte oder den Anzeigemodus, ob ich da noch ein bisschen was raushauen kann, aber nee. Gut, passt schon. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Aufnahme Nummer 4. Ich werde die Aufnahme nicht schneiden oder so. Ich lasse es so, wie es ist. Überbrücke einen Läufer. Ja, das versuchen wir. Die Frage ist nur, wo gibt's welche? Gibt's welche hier in der Nähe? Sieht nicht danach aus, aber ich muss auf jeden Fall auch mal. Auch auf Tierjagd gehen, weil ich ja schon zumindest die Sachen, die Ressourcen halt herstellen will. Dann nehme ich einfach mal den Jagdbogen. Hier oben lege ich irgendwas Schweres hin, so. Keine Ahnung. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wie hatte ich denn das? Ich hatte oben den Jagdbogen, hier links den Scharfschussbogen und hier unten Fallen, ne? Und hier dann hier so, so, so. Ah, ja, genau. Ich glaube, das mache ich auch so. Never touch your running system. Scharfschussbogen links ist schon okay. Hier der Jagdbogen. Oder hatte ich das nicht andersrum? Hier unten der Jagdbogen, hier oben. Ja, ist egal. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ich würde gerne den zweiten, auf den zweiten warten. Einfach aus dem Aspekt her. Gibt es hier noch irgendwelche Tiere, die ich jagen kann? Habe ich die eigentlich schon auseinandergenommen? Mein Zeug, ja. Der Fokus ist super. Also ich muss ja sagen, es gibt ja viele, viele, die das auch machen. Man sieht zum Beispiel Days Gone. Die machen das mit irgendwelchen, was weiß ich, Lesefähigkeiten. Aber bei Days Gone muss ich halt sagen, finde ich das ein bisschen weird, weil der es einfach so kann, ohne Begründung. Ja. Während zum Beispiel bei, bei Witcher 3 mit diesen Fähigkeiten, sind halt Hexersinne. Damit haben sie das erklärt, aber Geralt ist ja auch so eine gewisse Art, so ein kleiner Mutant. Dementsprechend kann er das ja auch und ist auch legit. Bei... Sag mal, treffe ich das Vieh auch? Hier bei Aloy, muss ich gestehen, ist es ja auch so. Also mit dem Fokus, den sie da gefunden hat, haben sie halt eine gute Erklärung rausgebracht, so ein klitzekleines Detail. Days Gone kann ein schönes Spiel sein, weiß ich, aber mich fesselt es halt nur vage. Einfach aus dem Aspekt her, ich finde es irgendwie mit diesen Aufspürsinnen halt komisch, weil der Deacon, der hat halt sonst nichts. Also der hat jetzt keinen Fokus, der hat jetzt keine besonderen Sinne oder sonst was. Oder mutiert hier so Mutagene oder was weiß ich. Dementsprechend muss ich halt sagen... sehr nahrhaft. Da ist ein Läufer, den muss ich überbrücken. Läufer, an Ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. So, ja, ich weiß, Tipp, danke. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wird fast zahm. Na also, braver Junge. Jo. Das ist schon besser. Benutze Nahkampfangriffe mit Schaltbutton. Ja. Yo. Ja. Lauf. Okay. Gut. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Die Bestie läuft. Zu rufen, wähle und werkt. Ah, okay. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Ja, ja, warum nicht? So, dann wollen wir mal weiter. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Habe ich den Timer gestellt? Ja, habe ich. Ja, nee, Waffe und so Kram habe ich nicht. Kann es nicht. Das hat der
Tab für uns gemacht, das kann ich nicht verkaufen. Will ich auch nicht. Sieht eigentlich so ganz gut aus. Jägerbogen. Den hab ich schon. Da brauche ich noch ein paar Metallbände. Nehme ich mal mit. Wie viele Scherben habe ich dann? Modifikationskiste. Banuk Keulbogenkiste ist kostenlos. Sind das die DLCs, die mich jetzt so ein bisschen verbessern? Das wäre jetzt... Draußen wird es nicht wärmer. Interessant. So, was haben wir dann hier? Jägerbogen mit verbesserter Reißfähigkeit. 15 Einschlag, 30 Rüstung abbrennen. Die Frage ist, ist der besser als der? Gut, der hat natürlich Schaden. Das bedeutet 16 zu 13 und hier 15 zu... der ist gar nicht mal schlecht. Mit zusätzlicher Stoppwirkung. 15, 30. Der hat mehr Schaden, aber weniger Abriss. Dafür hat er aber zusätzlich... Okay, hiermit kann ich mehr abreißen. Hier jetzt weniger, aber dafür hat er mehr... Hat er zusätzliches Feuer. Ich glaube, den nehme ich mal. Ich habe nur keinen Scharfschussbogen hier drin, ne? So, was haben wir denn hier? Vorreiterin, robuste, wattierte Kleidung, Nomadin, ja. Sturmhüterin. Was haben wir denn hier? Hier haben wir 10 auf Tarnung, hier haben wir 5 auf alles, also eine Allrounder-Rüstung. Und hier haben wir Nahkampf, ja. Ja. Das ist eher so ein Nahkampfding. Ich würde bei der stillen Nora Dingsbums bleiben. Wir haben jetzt einige Rohstoffe bekommen. Das ist soweit auch okay. Schatzkisten, Spezialobjekte. Ja, das können wir später noch machen. Herstellen kann ich auch nichts, ne? Aber kann ich hier irgendwas verkaufen? Geschäfte mit Händlern würde ich gerne behalten, weil manche wollen halt so ein Stuff halt haben. Ne, das sieht ganz gut aus. Bin noch mal überlegen, wenn ich den verkaufe. Das auch, weil die sind halt günstig, klar, die kriegst du ja gratis. Handhabung 92, Handhabung 80, ja gut, das liegt an den Modifikationen, die kriege ich ja sowieso noch hin. Den behalte ich mal. Vorerst. Was kann ich denn für Outfits verkaufen? Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Frage ist jetzt nur, ich habe jetzt 140, ne? Ich würde nämlich gerne noch diesen Scharfschussbogen holen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Abriss und Einschlag. Ja, Metallbänder kriege ich, das ist kein Problem. Ja, 210 Metallscherben. Kriegen wir auch noch hin. Wer oder was jagt denn da? Das ist mein Tier. Lass das in Ruhe. Also ein Truthahn. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Das wird bestimmt nicht schön. Dann wollen wir mal dahin. Komme ich da überhaupt durch mit dem Reittier? Seid vorsichtig! Holt es näher ran! Näher! Ja, ein verderbter Sägezahn. Wahl, nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten?
Bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir. Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast. Das ist immer schön, ein warmes Wort zu hören. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Ja. Yep. Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Dann werden wir Sona finden, damit der andere Arsch jetzt gehen. Dann von seiner Aufgabe entbunden wird. Bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Würde ich sogar sagen, ja. Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Also ich sag ganz ehrlich, eigentlich wollte ich ja hier nur die Hauptstory durchpetzen, aber... Göttin schütze dich. Sagen wir es mal so, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Einfach aus dem Aspekt her, weil ich mich halt kenne, ne? Ein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden, aber auch gefährlicher. Das kriegen wir hin. War hier nicht irgendwo noch so ein komisches Karnickel? Tschüss, Fuchs. Tut mir leid, Fisch, aber ich brauche halt euer Zeug. Tränke kann ich mir so kaufen, das ist nicht das Problem, aber halt Felle und so ein Scheiß. Solange wie ich sie halt brauche, ne? Also ist jetzt nicht so... Das war jetzt so nicht geplant, aber ist okay. So. Na komm. Bleib. Sag mal, willst du mich verarschen? Hier muss da noch irgendwo eine Leiche liegen. Da. Ja, sieht aber so aus, als könnte ich da nur Fleisch rauskriegen. Also wenn da irgendwas Besonderes ist, dann leuchten die halt grün, lila und sonst was. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich am liebsten oder am schnellsten hinkomme. Da ist noch irgendwas zu finden. Die Frage ist halt nur, macht das Sinn? Ich will mich jetzt nicht mit... Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Das verkackt. Es, lief nicht so gut. Ja. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig. Besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Ich weiß nicht. Bei den Jagdgebieten bin ich nicht so ganz sicher.
Muss jetzt mal gucken. Hauptquest, Nebenquest. Rede mit Greta. Es gibt noch 1000 an Belohnung. Interessiert mich aber nicht. Die Jagdgebiete eigentlich auch nicht. Scharfschussbogen. Erledige Wächter mit Präzisionsfallen ins Auge. Ja, das kriegen wir sowieso hin. Wir machen erstmal das hier, weil das ist schon Stufe 12. Dann würde ich sagen, begebe dich zum Schlachtfeld. Das ist auch näher. Das andere wird sowieso... Jawohl! Das! So muss das sein, okay? So will ich das sehen. So will ich meinen Bogen haben. Richtig schön mit Aua-Bo-Hauer. Richtig schön viel Damage. Was zum... Kaum stellt man mal irgendwo was um. Guter Fund. So, Dreht- und Metallscherben sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die Lohn brauche ich für später. Hier ist auch was Schönes drin. Abrissspule, das ist okay. Herstellen. Scharfschussbogen, ja gut, den habe ich jetzt fertig. Ich habe nur Abriss. Nee, da würde ich nämlich sagen, bleibe ich bei... Was bleibe ich denn da? Da würde ich sagen, bleibe ich einfach... Metallgefäß, fettes Fleisch. Was zum? Konnte ich das nicht eben? Na, ist egal. Und das kriegen wir hin. Also Horizon Zero Dawn ist ein richtig schönes Spiel. Kann man sich immer mal geben. PC-Version hatte am Anfang ein paar Mäkel. Aber wenn ihr eine PS5 habt oder eine PlayStation 4 Pro, könnt ihr euch das sowieso gerne, könnt ihr euch das auch so auf der PlayStation gönnen. Also ich hatte anfangs Probleme. Wie es jetzt aussieht, kann ich nicht sagen. Da ist was Grünes. Ganz schön hart. Aber das ist ein Jagdgebiet. Wahl sagte, auf der anderen Flussseite könne man gut Maschinen jagen. Graser. Ich will mal gucken, ob ich da was machen kann. Okay, zwei habe ich schon immer. Scharfschussbögen brauche ich jetzt auch nicht so viel. Die Frage... Ins Auge, hat sie gesagt, ne? Mal gucken, ob ich es treffe. Ich habe aber Soundbugs. Ich weiß nur nicht, warum. Da bin ich jetzt auch selbst ein bisschen überfragt. Ja, ich will jetzt nicht zum Jagdhüter. Ich will hier einfach nur ein bisschen Stuff sammeln. Das lief eigentlich ganz gut. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich das, ob da schon mal beim Tutorial was... 0 vor 3. Hä? Ich habe dem einen doch voll ins Auge geschossen. Oder muss es einen gewissen Abstand haben? Ich meine, klar, verstehe ich.
ist das ein Händler? Das Lagerfeuer habe ich schon. Warte mal, wie viele Metallscherben habe ich denn jetzt? Ja, das sieht eigentlich... Was hat er denn? Ja, Scharfschussbogen, brauche ich 210. Habe ich irgendwas, was ich dem geben kann? Nee, ne? Ich meine, ich könnte ihm sowas verkaufen, hier so Linsen und so ein Scheiß auch. Aber... Oh, plus 5 Tarnung. Ja, das kann weg. Ich weiß nicht, ob ich die jeweils brauchen werde. Ich weiß es einfach nicht, okay? Ja, wo ist denn das Schwein jetzt hin? Das ist gut. Das ist super. Das funktioniert. So, da ist noch jemand. Dieser Mann. Er sieht nicht wie ein Nora aus. Ach, der. Neil. Den kennen wir. Lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Okay. Ich will zwar nichts sagen, aber... Oh, poliertes altes Metall. Also ich glaube, bei denen können wir echt ein bisschen Money und so einen Scheiß herkriegen. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Ah, diese Langhälse. Oh, die sind auch schön. Also die brauchen wir, um Karteninformationen zu kriegen. Diese Ruinen. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Was zum... Oh, hat mich das erschreckt. Wo kam dieser Scheiß denn? Ja, das kann ich natürlich jetzt vergessen, ne? Na komm, dreh mich rum. Willst du doch nichts sagen, warum hat er jetzt so wenig Schaden gefressen? Das sieht gut aus. Das sieht alles gut aus, weil ich liebe es einfach zu looten. So, ja. Boop, boobidi boop. Das war natürlich blöd. Ich hätte jetzt mich jetzt... ich stelle mich gerade so ein bisschen blöd an. So Schleichen, Meichen und so ein Scheiß. Schön, von mir aus... Ich habe volle Steine. Ist alles kein Problem. Jetzt habe ich aber Aufmerksamkeit. Bin ich auch einfach nur... Tschüss, Fuchs. Unvorsichtiger, weil ich halt auf Normal spiele und nicht auf super schwer. Also wie gesagt, sobald ich hier von den Füchsen und von den Tieren hier nichts mehr brauche, von wegen Erweiterungen und Schaden. Erweiterungsmist. Kann ich die sofort
Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Warte mal. Langhälse. Ja, die Frage ist nur, wo kann ich... Das Signal kommt dann wohl vom Kopf eines Langhalses. Ich muss irgendwo da hinaufklettern. Ich will hier nicht rumlaufen, weil es kann sein, dass hier ordentlich was zu finden ist. Erstmal schnell speichern. Man weiß ja nie. Laut Aufnahme ist es jetzt drei Stunden. Sind wir dran, wir sind gut weit gekommen. Eigentlich. Schade, dass man keinen prozentualen Fortschritt oder so sieht. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ich will mal gucken, komme ich da mit einem Tutorial weiter? Erledige Wächter mit Präzisionsfallen ins Auge. Ja, hab ich doch! Was zum Geier? Bin noch die ganze Zeit dabei. Komm, ist mir auch scheißegal jetzt. Ich muss ja nicht alles 100% machen. Wenn das Ding nicht zählen will... Nein! Nein! Oh Mann! Du Lümmel! Ich will jetzt eigentlich die Chance nicht ver... Nee. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Das hat geklappt. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Ganz ruhig, es ist gleich vorbei. Boah, ich glaube, das interessiert den so gut wie gar nicht. Super. Jawohl. Jawohl, Inge. So muss das sein. Und sendet es auch an andere Maschinen. Und jetzt runter. Ich wollte zwar auf die andere Seite runter, aber ist okay. Alter Schwede. Gab einen Fähigkeitspunkt. Bin ich dabei. Etwas Vorrat. Komme ich da auch wieder raus? Hoffentlich. Ja. Das sieht schon geil aus mit dem Licht, ne? Die Rohstoffbeutel ist voll. So, Inventar. Rohstoffbeutel ist voll. Okay, jetzt muss ich aber mal einen Händler aufsuchen schnell. Weil mein Rohstoffbeutel langsam wirklich voll wird. Wo ist denn hier in der Nähe ein Händler? Da, zum Feuer. Jetzt kann ich schnell reisen. Super. So, Händler. Verkaufen. Rohstoffe. Das kann verkauft werden. Ich kann fast gar nichts verkaufen, weil ich nicht weiß, ob ich es mal brauche oder nicht. Das ist nicht so super. Sage ich ganz ehrlich. Ja, Tragekapazität. Warum eigentlich nicht? Rohstoffbeutel. Reichhaltiges Fleisch.
Das sieht eigentlich ganz gut aus. Outfits modifizieren. Machen wir das mal dran. Das ist ganz gut. Nee, das passt schon. Das bedeutet eigentlich... müsste ich jetzt mal ein bisschen Fleisch jagen. So, dazu nehme ich dann doch... Also für die Wildschweine brauche ich noch Scharfschusspfeile. Ich weiß nicht, was die droppen auf Dauer. Aber wir müssen noch auch irgendwelche... Ich bin mehr als bereit für dich. Kommt ihr jetzt her oder haut ihr nur ab? Okay, die hauen nur ab. Will ich da jetzt rüber noch schnell laden? Nicht laden, sondern... war gar nicht schlecht. Schön leise. Ich glaube, wir müssen gar nicht leise sein. Ey, Leute, die hauen sowieso ab. Das war ein Tarnkill. Warum zählt das im Tutorial nicht? Was ist da los? Ja komm, ich hinterfrag das jetzt nicht. Ich erwische mich dann doch dabei, dass ich das ein oder andere versuche. Was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Dann rennen wir mal los und machen einfach mit der Quest hier weiter. Auf zum Schlachtfeld. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Fünf Pfeile können wir herstellen. Okay, das sieht schon so geil aus. Also grafisch ist das Spiel eine Meisterleistung. Ich weiß nicht, ob das unser war. Aber ich brauche halt aktuell Zeug. Jawoll! Schweinsknochen, okay. Outfitbeutel, Jagdbogenköcher. Ja, ja, ja. Ist okay. Fuchs! Sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie groß so ein Stack von Feuer, von Holz ist. 99 oder wie? Bestimmt nicht 99. Wie groß ist denn so ein Stack davon? Habe ich noch irgendwelche Schatzkisten, die ich nicht... Ich habe keine Ahnung, was ein Freak da hinten gerade so rumspastet, aber von mir aus. Okay, das nehmen wir mit. Ich probiere es mal mit Lockruf. Vielleicht denke ich dran. Aber ich muss mit Skillpunkten eigentlich...
Entdeckt. Na, komm her auf die Brücke. Das müsste eigentlich zählen. Ich hab doch... Nett, dass es so ein Bug ist und das nur mit dem Dingsbums zählt. Mit dem, wie heißt's? Ein Noradorf. Oben auf dem Berg. Was haben wir denn da oben? Wenn ja, dann wache über sie. Sei bei ihr. Vergiss. Du bist Aloy, nicht wahr? Hm? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Jupp. Ja. Um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Mhm. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins Heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Das werden wir sehen. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Kriegen wir vielleicht hin. Mal gucken. Gucken wir mal, wie es läuft. Das mutterlose Mädchen. Sie ist zurück. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Nö. Feuer, Eis. Eigentlich nicht. Ich hätte gerne einen besseren Scharfschussbogen, aber ich habe immer noch nicht genug Metall. Ja, 4 Metallscherben, komm. Da nehme ich jetzt irgendwas, wovon ich 5 Stück habe. Und kaufe mir den Shit jetzt. Ja. Yeah. Waffen. Ich kann halt die Dinger noch nicht entfernen, deswegen macht es für mich noch keinen Sinn. Vielleicht hätte ich den noch gar nicht verkaufen sollen. Ausrüsten, der ist ausge... Warte mal. Yo. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich da irgendwas herstellen kann. Nee, Abriss macht keinen Sinn. Ich habe auch nicht genug Geld. Ich spreche mal und... mit... Alter, du guckst böse. Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber... ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber... ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Das kriegen wir hin. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich's schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Och.
Die ist goldig. Die ist echt goldig. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Ich hab da so Bock drauf. Klingt doof, aber ja, so ist es. Ich will einfach dahin. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Wir müssen hier suchen. Lass mich raten. Der Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Ich guck mal, was ich finde. Die Frage ist nur, wie komme ich... Ah, ja. Okay, okay, ich weiß, wie ich dahin komme. Hoffe ich. Komme ich hier hoch? Boah, seid ihr gemein. Warum kann ich mich nicht einfach hochglitschen? An so eine Ecke, die keiner beim Programmieren gesehen hat oder so. Hallo, ich will doch nur... Was zum Geier? Okay, klappt. Wie drei. Keine Traumweide. Nur ein paar Scherben. Das hat jetzt wehgetan. Aber nur ein bisschen. Ich werde jetzt nochmal speichern, weil ich ganz dringend auf Toilette muss. Und ja, wir haben auch lang genug. Hier, Leute, macht's gut, ne? Tschüss.